5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Kip Supernova und es gibt im Kino bald wieder endlich blaue Aliens. Und ja, wenn man Blau und Alien bei Google eingibt, dann kommt nach mir natürlich Avatar und die Navi. Und es gibt einen Trailer und in den gucken wir jetzt rein. Das sieht schon mal sehr vielversprechend aus. Ich bin ja schon gespannt, wie bestimmt ihr auch und sehr, sehr viele andere auch, wie Avatar 2 wird, The Way of the Water. Wir haben ja sehr lange jetzt auf die Fortsetzung warten müssen. Zuerst hieß es, ja, es wird noch ein bisschen länger dauern, weil besser eine gute Fortsetzung als eine hingeschluderte. Dann war ja noch Corona dazwischen, was man auch verstehen muss. Wie wir wissen, im Originalfilm am Ende hat ja Jake Sully anscheinend, er bekam seinen Geist, seine Seele oder was auch immer, endgültig in den Avatar-Körper, also in den Navi-Körper transferiert. Und was bedeutet, dass er praktisch kein Avatar mehr ist, sondern ein Navi ist im zweiten Teil. Und es geht anscheinend wieder darum, dass Pandora von Menschen heimgesucht wird, sage ich jetzt mal. Ich habe ja vor sehr vielen Jahren, da dieser Kanal noch gar nicht existiert, habe ich ja davon gesprochen, dass bei Avatar die Rollen vertauscht wurden und die Menschen mal die bösen Aliens sind, wo aus Habgier oder aus Expansionsdrang eine andere Welt belagern und ausbeuten möchten. Bin mal gespannt, was im zweiten Teil jetzt hier passiert. Es spielt anscheinend unter Wasser, viel mit Unterwasserwesen. Es wurde bestimmt auch nicht an kreativen Wesen und Fantasywesen gespart. Von daher kann man wirklich gespannt sein, was dieses neue Science-Fiction-Abenteuer für uns bereithält. Und ja, Dezember, schreibt euch das mal in euren Kalender, wahrscheinlich auch oder höchstwahrscheinlich auch auf Disney Plus, wie ich hier gerade sehe. Das war's für heute, bleibt gesund, bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Over and out.